Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir hatten uns ja entlang so eines relativ anstrengenden Videos über Massenträgheitsmomente unterhalten. Und was hatten wir uns da angeguckt? Es gab so einen Zylinder. Kreise malen ist immer so ein bisschen doof, aber man kann sich's vorstellen. Und dieser Zylinder, der drehte jetzt entlang seines Schwerpunktes um so eine Achse. Irgendwie waren die Achsen so getauft und die Bewegung sah so aus, dass der Zylinder eben um seine Schwerachse mit einer Drehgeschwindigkeit Omega drehte. So, und was hatten wir dann ausgerechnet? Wir hatten dann ausgerechnet das Massenträgheitsmoment, das kürze ich mal MTM ab. Und was soll das bedeuten? Ich schreibe es nochmal auf. Das ist die Trägheit eines Körpers bezüglich der Drehung um seine Schwerpunktachse, also um eine Achse, die durch seinen Schwerpunkt geht. Wofür braucht man das? Das Massenträgheitsmoment braucht man, wenn man Drehbilanzen aufstellen will, denn das Massenträgheitsmoment ist quasi für eine Drehung das, was die Masse für eine Translation ist. Wir wissen ja, die Formel für eine Impulsbilanz ist Masse mal Beschleunigung ist gleich Summe aller Kräfte, die den Impuls eventuell ändern könnten. Und wenn ich das Ganze jetzt übertrage auf eine Drehbewegung, brauche ich eben das Massenträgheitsmoment, Formelzeichen J oder alternativ so ein Theta, das sieht aus wie ein Ei mit einem Strich in der Mitte. Das ist also das Massenträgheitsmoment, multipliziert mit der Winkelbeschleunigung und das ist dann Summe aller Momente, die den Drehimpuls verändern könnten. So, das ist ja soweit erstmal alles ganz schön, aber wir haben doch jetzt hier eine ganz entscheidende Einschränkung bei unserer ganzen Definition und das ist, dass wir nur eine Drehung um die Achse beschreiben können, die durch den Schwerpunkt jedes Körpers geht. Das heißt, die Frage ist eigentlich, was passiert, wenn nicht um die Schwerpunktachse gedreht wird? Das Gute ist, auch das können wir beschreiben, denn es gab jemanden, der sich damit beschäftigt hat, der Herr Steiner, und nach dem ist der folgende Satz benannt. Wenn wir mal davon ausgehen, wir haben jetzt hier irgend so eine Kreisscheibe und die wird jetzt gedreht. Zum Beispiel dreht die sich um diesen Aufstandspunkt an so einer krummen Ebene, warum auch immer. So, diese Kreisscheibe dreht sich jetzt mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega um diesen Punkt P. Wie beschreibt man dann das Massenträgheitsmoment zur Beschreibung der Bewegung dieser Kreisscheibe? Ich schreibe das mal so auf. Wir nehmen das Massenträgheitsmoment bezüglich einer Drehung um den Punkt P. Jetzt muss ich mal noch gerade eben dazu schreiben. Es gibt eine Einschränkung. Das ist üblicherweise im Rahmen von dem, was man da so in TM3-Klausuren machen muss, immer gegeben. Ich will es nur vorsichtshalber dazu sagen. Wichtig ist, dass die beschriebene Drehachse parallel zur Schwerpunktachse ist. Das hat was mit der Herleitung zu tun, die wir uns hier mal ersparen, weil das ist eine von den Dingen, die man einfach mal glauben darf, ohne zu wissen, wo sie herkommen. So, wie funktioniert das jetzt? Man nimmt das Massenträgheitsmoment bezüglich des Schwerpunktes und addiert den sogenannten Steiner-Anteil. Und der ist definiert als die Masse des Systems mal der Abstand von der Drehachse zur Schwerachse. Drehachse zur Schwerachse. Und das ist ja eine Erkenntnis, deswegen machen wir da mal einen roten Kasten drum. Und wir können jetzt also auch das Massenträgheitsmoment von Körpern beschreiben, die nicht um ihren Schwerpunkt drehen. Das ist praktisch, weil das passiert öfter, als man so meint. Und dann vervollständigen wir wenigstens mal einmal für den drehenden Vollzylinder auch noch die Formel. Wir hatten ja schon herausgefunden, bezüglich des Schwerpunktes lautet die Formel für das Massenträgheitsmoment 1/2 m mal r Quadrat. Für den Zylinder ist die Länge dann also tatsächlich auch egal, jedenfalls, wenn ich hier um diese Z-Achse drehe.
Alles andere kann man mal in Formelsammlungen nachschlagen. Die Herleitungen dazu funktionieren immer so, wie wir das gemacht haben. Und dazu kommt jetzt eben der sogenannte Steiner-Anteil. Die Masse von diesem Teil bleibt m. Das sehen wir ja schon hier. Und der Abstand von der Schwerpunktachse zur Drehachse für diesen Fall, den taufen wir mal r, genauso wie den Radius von diesem Ding. Und den müssen wir quadrieren, also r Quadrat. Und wenn wir das addieren, kommen wir auf 3 halbe m mal r Quadrat. Was ist also die letzte und abschließende Erkenntnis unserer Videos zum Massenträgheitsmoment? Wenn ich einen Körper drehen will, dann ist es immer schlau, ihn um seinen Schwerpunkt zu drehen, weil das Massenträgheitsmoment ist bezüglich einer Drehung des Körpers um seinen Schwerpunkt immer minimal. Weil, sobald ich mich irgendwie in meiner Drehachse parallel entferne von der Schwerachse, muss ich den Steiner-Anteil addieren, der das Massenträgheitsmoment größer macht. Das bedeutet, die Trägheit meines Körpers wird größer und ich muss größere Drehmomente anlegen, um auf die gleichen Winkelgeschwindigkeiten zu kommen, wie bei einer Drehung um den Schwerpunkt. Also, je größer der Steiner-Anteil, desto weiter bin ich weg von meinem Schwerpunkt und desto größer ist das Massenträgheitsmoment meines Körpers. Und damit sind wir an dieser Stelle fertig.